Billet. Die Tür auf. Hey, ich will nur mit dir reden. Hey! Sibylle. Mann, was mache ich hier eigentlich? Abend. Kommen Sie mal her. Was gibt's denn? Können Sie sich ausweisen? Nein, ich meinen Ausweis im Büro liegen lassen. Und warum sind Sie so schnell hier lang gelaufen jetzt? Leute, ich wollte joggen. Mit den Klamotten, Jeans und Straßenschuhen? Hände hoch, keine Bewegung. Okay. Was? In dem Haus, in dem der Einbruch war, haben die Kollegen eine Leiche gefunden. Was für ein Haus? Was für eine Leiche? Ganz ruhig. Das wissen Sie ganz genau. Geben Sie die Hände auf. Es gibt überhaupt keine... Nehmen Sie die Hände auf den Rücken. Das muss doch wirklich nicht sein. Hallo? Hören Sie, mein Name ist Gerrit Grass. Ich bin Kommissar beim K11. Ja, ja. Bitte überprüfen Sie das. Na klar. Was heißt da na klar? Überprüfen Sie meine Angaben. Bitte. Tun Sie mir den Gefallen. Rufen bei meiner Dienststelle an. Tja, die Frau wurde erstochen. Wahrscheinlich mit einem Messer, und zwar direkt in den Hals. Überdies hat sie am Körper hier viele Hämatome. Hier, ja auch, also ich könnte mir vorstellen, der Täter hat die Frau durchs Haus gejagt und hier im Keller gestellt. Der Tod liegt etwa eine Stunde zurück. Ich kann das nicht glauben. Sibylle, ich kann nicht glauben, dass sie tot ist. Du kennst die Frau? Wir hatten sowas wie eine Beziehung. Wir haben Kommissar Grass hier in der Nähe des Hauses aufgegriffen. Er war auf der Flucht. Ich war das überhaupt nicht. Ey, du hast die Frau heute Abend gesehen? Nein. Nicht direkt. Aber ich war hier im Haus. Herr Grass, wir kennen uns ja nun von einer anderen Angelegenheit. Hätte allerdings nicht gedacht, Sie so bald schon wieder zu treffen. Glauben Sie mir. Ich auch nicht. Sie hatten ein Verhältnis mit der Toten? Bis gestern Abend. Sie hat die Beziehung beendet. Telefonisch. Das erklärt er dann wohl das Mordmotiv von selbst. Ist doch totaler Unsinn, was Sie da quatschen. Mordmotiv. Also Sie stellen mir Fragen, ich beantworte Ihnen die Fragen. Aber die ganze Sache ist total aus dem Zusammenhang gerissen. Sie müssen die wahre Geschichte... Herr Grass, Märchen höre ich genug, wenn ich abends meine Kinder zu Bett bringe. Ich bin hier, um die Wahrheit zu erfahren. Deshalb bitte ich Sie, halten Sie sich so wie ich auch an die Fakten. Man hat bei der Toten eine große Menge Valium festgestellt im Körper. Sagen Sie, wollten Sie Ihre Freundin, Ihre Ex-Geliebte, ruhig stellen? Bestimmt nicht. Hören Sie, Sibylle war psychisch labil. Deswegen war sie auch in Behandlung. Deswegen hat sie auch Medikamente genommen. Ein Alibi haben Sie auch nicht? Tatsächlich aber wurden Sie zur Tatzeit ganz in der Nähe des Tatortes festgenommen. Auf der Flucht. Herr Grass, haben Sie dafür wenigstens eine Erklärung? Ich wollte mich mit ihr aussprechen. Warum haben Sie denn dann den Kollegen von der Streife nicht die Wahrheit erzählt?
Warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie in dem Haus waren? Okay, okay, ist schon gut. Das war dumm, okay. Das gebe ich auch zu. Aber ich habe Sibylle nicht ermordet. Und diesen Mord lasse ich mir nicht in die Schuhe schieben. Ich verstehe das nicht. Hast du was von dieser angeblichen Freundin mitbekommen? Nein, ich habe es auch gerade jetzt erst erfahren. Ich verstehe auch nicht, warum er da so ein Geheimnis draus macht. Aber gestern, da hat er so einen merkwürdigen Anruf bekommen. Ich weiß nicht, wie du. Das ist totaler Quatsch. Ich verstehe dich einfach nicht. Und warum so plötzlich? Hör zu, so geht das nicht. Das kannst du nicht bringen. Hör mir zu, so geht das nicht. Wir sind nicht mehr im Kindergarten. Ich muss mal weg. Herr Grass, Sie haben nachweislich um 18.15 Uhr das Kommissariat verlassen. Ich war in einer Bar. Ich hab ein paar Bier getrunken. Sie haben sich Mut angetrunken, um danach zu Frau Sibylle Fender zu fahren und sie zu ermorden. Nein, das habe ich nicht. Dann sagen Sie mir bitte, wie das Ihrer Meinung nach gelaufen ist. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich dort war und sie gesucht habe. Der Rest sind Lücken. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Das mit den Lücken kann ich nachvollziehen. In Ihrem Blut wurde auch ein großer Alkoholwert festgestellt. Hören Sie mir eigentlich nicht zu? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich war in einer Bar und habe ein paar Bier getrunken. Und in der Küche des Hauses hat man eine halbleere Flasche Alkohol sichergestellt. Mit Ihren Fingerabdrücken darauf. Herr Grass, die Flasche haben Sie wahrscheinlich nach der Tat ausgetrunken. Nein, das habe ich nicht. Beruhigen Sie sich. Außerdem wurde in dem Haus die Tatwaffe sichergestellt. Ein Küchenmesser, ebenfalls mit Ihren Fingerabdrücken darauf. Das Messer lag am Boden. Ich habe es aufgehoben, weil ich es aufräumen wollte. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Sibylle damit ermordet wurde, dass sie überhaupt ermordet wurde. Warum machen Sie uns das Leben denn so schwer? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Keine Ahnung. Ich habe sie auf jeden Fall nicht umgebracht. Sie kommen da nicht mehr raus. Seien Sie wenigstens jetzt kooperativ. Sie wissen doch, das ist strafmildernd. Nein. Ich werde meine Unschuld beweisen. Das wird angesichts der erdrückenden Beweislast gegen Sie unmöglich sein. Ich lasse mich von einem Psychologen untersuchen. Das ist doch mein gutes Recht, oder nicht? Sie wollen auf krank machen. Auf unzurechnungsfähig sozusagen. Bitte, wenn Sie meinen. Aber glauben Sie mir, Herr Grass, damit kommen Sie nicht durch. Was bezweckt Gerrit denn jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Ja, soll das heißen, dass er schuldig ist? Traust du Gerrit einen Mord zu? Nein, eigentlich, also natürlich nicht. Aber das Problem ist doch, dass er sich selbst nicht mehr an alles erinnern kann. Und im Prinzip spricht alles gegen ihn. Zum Glück muss er nicht in U-Haft. Ja, aber viel Zeit bleibt ihm nicht, seine Unschuld zu beweisen. Ja, aber warum fährt er diese Psychonummer? Er wird seine Gründe haben. Ich habe eine Freundin gehabt. Gestern Abend hat sie mit mir Schluss gemacht. Telefonisch. Ich war wütend. Nein, ich war enttäuscht. Ich musste mich irgendwie abreagieren. Ich bin in eine Bar gegangen und hab was getrunken. Und dann? Was ist dann passiert? Stunden später stand ich vor ihrem Haus. Sie hat mich nicht reingelassen. Ich habe das offene Fenster gesehen und bin eingestiegen. Damit haben Sie die erste Barriere überschritten. In der Tat kann das zu einem Verdrängungseffekt geführt haben. Aber bitte fahren Sie fort. Ich habe nach ihr gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden. Und dann kam die Polizei. Und da wurde mir bewusst, dass ich in die Wohnung eingebrochen bin. Ich bin davongelaufen, bis mich dann die Polizei geschnappt hat. Und dann haben sie die Leiche von Sibylle im Keller gefunden. Sibylle Fender? Ach ja, ich habe davon in den Nachrichten gehört. Und jetzt wissen Sie nicht mehr, was sich in Ihren Erinnerungslücken abgespielt hat. Stimmt's? Ganz genau. Aber wissen Sie, was das Absurde an der Sache ist?
Ich bin selbst Kommissar. Und jetzt wird gegen mich ermittelt. Und der Beamte, der gegen mich ermittelt, der ist fest davon überzeugt, dass ich der Mörder bin. Wir müssen herausfinden, was wirklich passiert ist. Ja, was denkt der Herr Beamte, Ihr Kollege, konkret? Das kann ich Ihnen sagen. Gerrit, was machst du denn hier? Du willst also mit mir Schluss machen? Was soll eigentlich der Scheiß? Lass mich! Verschwind dich, ich ruf die Polizei, wenn du nicht gehst. Die Polizei? Ja. Die Polizei ist doch schon hier. Der war's. Die Nummer 4. Sind Sie da wirklich ganz, ganz sicher? Ganz sicher. Ich habe alles mit eigenen Augen gesehen. Nein, es gibt nichts mehr zu reden. Bitte geh einfach. Was heißt hier, geh einfach? Geh einfach. Komm, bitte. Was heißt hier, geh Nein, einfach? Geh einfach. Nein, bitte. Nein. Komm jetzt. Nein. Was willst du? Was willst du denn? Was ich will? Was willst du denn? Was ich wirklich will? Komm, nein, nein, nein. Wie ging's dann weiter? Dann ist er in die Küche gegangen. Dort hat er sich ein Messer geholt und die arme Frau durch das ganze Haus gejagt. Das haben Sie alles gesehen, ja? Nicht im Detail. Aber dass er sie mit einem Messer gejagt hat, das habe ich schon gesehen. Da frag ich mich, warum Sie nicht direkt die Polizei gerufen haben. Ich war wie gelähmt. Ich stand unter Schock. Ich konnte doch nicht ahnen, dass es so ein schlimmes Ende nehmen würde. Ich habe erst heute in der Zeitung von dem Mord an der Frau gelesen. Ja, vielen Dank. Sie können gehen. Danke. Ja, Wiedersehen.